Pokémon Schwert und Schild sind die beiden neuesten Pokémon-Editionen und dazu noch die allerersten Hauptreihentitel für die Nintendo Switch. Nun hat Nintendo auf einer Pokémon Direct viele spannende Neuerungen dafür angekündigt. In diesem Jahr wird es nämlich zwei neue Inseln zum Erkunden geben, neue Begleiter und natürlich auch jede Menge neue, wenngleich auch oft altbekannte Pokémon. Wenn ihr interessiert daran seid, welche Pokémon nun alles ihren Weg ins Spiel finden werden, kann ich euch die Übersichtsseite von bisafans.de empfehlen. Sie haben alle Informationen wunderbar zusammengefasst, auf welche ich mich in diesem Video auch beziehen werde. Worüber ich in diesem Video aber hauptsächlich sprechen möchte, ist die Art und Weise, wie Nintendo diese neuen Inhalte zur Verfügung stellen möchte. Denn diese erhalten wir in Form von einem sogenannten Erweiterungspass oder anders auch DLC, Downloadable Content genannt. Bei vielen schrillen da die Alarmglocken, weil DLCs oft mit zusätzlichen Kosten verbunden sind, welche Nintendo in der Vergangenheit ja doch oft umgehen konnte. Nicht immer aber. Doch sowohl die Erweiterung für den neuen Ort, die Insel der Rüstung, soll bis Ende Juni 2020 erscheinen, als auch für die Schneelande der Krone, soll wiederum im Herbst 2020 erscheinen, ist kostenpflichtig. Beide können außerdem nicht separat, also nur zusammen erworben werden. 30 Euro müssen Fans dafür hinblättern, um diese neuen Gebiete zu erkunden. Auf Twitter fallen die Reaktionen gemischt aus, wobei ich schon erwartet habe, dass es viele geben wird, denen diese Strategie von Nintendo eher missfällt. Ist das Angebot dieser Erweiterungen also nur reine Abzocke? Kurz gesagt, nein. Wobei das nur meine persönliche Einschätzung ist, aber genau deshalb mache ich dieses Video. Nintendo musste früher oder später verstehen, dass sie nicht auf ihrem einsamen Ross herumgaloppieren können, während andere die großen Geldsäcke scheffeln. DLCs sind inzwischen Usus, es geht vielmehr darum, ob man sie richtig angeht. Und bei Fire Emblem oder Smash Bros. Haben die Leute ja bereits zugeschlagen, warum also auch nicht bei Pokémon? Es ist ein doch recht nachvollziehbarer Schritt aus unternehmerischer Sicht. Game Freak, das Entwicklerstudio hinter Pokémon, versucht schon in der Direct etwas Wind aus den Segeln dieser Debatte zu nehmen, indem es darauf hinweist, dass früher einfach neue Zusatzeditionen veröffentlicht wurden, die nochmal ein paar wenige neue Sachen ins Spiel brachten. Kristall, Smaragd, Schwarz und Weiß 2, Ultrasonne, Ultramond, wir alle kennen dieses Prozedere. Das waren ja keine richtigen Remakes, sondern einfach nur nochmal die gleichen Editionen, allerdings mit ein paar wenigen zusätzlichen Inhalten. Das Problem? Man musste immer wieder einen neuen Spielstand damals beginnen. In Schwert und Schild wird das nun anders, da wir unser aktuelles Abenteuer ganz einfach fortsetzen können. Eine wunderbare Neuerung, wie ich finde. Hinzu kommt, dass es nicht nur zwei neue Orte, sondern damit verbunden auch neue Rivalen und Stories gibt, samt legendärer Pokémon. Vielleicht hat man sich hier dann auch mal wirklich auf die Story konzentriert, die ja in der Hauptreihe, also in Schild und Schwert an sich, eher etwas zu kurz kam. Oder besser gesagt, eher nur im Hintergrund stattfand. Und mal ehrlich, in früheren Editionen gab es, nachdem man Champ wurde, auch nicht mehr viel zu tun, wenn wir jetzt mal über das Endgame sprechen. In Smaragd zum Beispiel kam dann eine weitere Insel mit Duellturm hinzu, sowie einige Orte, das gleiche Ding, nur eben, dass es sich um einen Vollpreistitel handelte, der den Anfang der Vorgänger Saphir und Rubin mehr oder weniger einfach nur übernommen hatte. Wenn es um die neuen Pokémon geht, so hieß es damals nicht, dass die Switch keine Kapazitäten dafür hätte und jetzt ist der große Aufschrei, ah, ist ja doch Platz. Nein, es war wohl einfach nicht genug Zeit, um die restlichen Pokémon zum Release mit hineinzupacken. So zumindest sagte es damals der Produzent Masuda. Leider fiel einem Coder damals auf, dass einige Modelle wie zum Beispiel die von Bisasam bereits im Spiel waren. Nun gibt es allerdings auch Zitate von Masuda, nach denen es auch ums Balancing und um grafisch hochwertigere Animationen ging, weshalb einige Pokémon eben dann doch nicht den Weg ins finale Spiel fanden. Oder eben noch nicht. Hier verweise ich gerne auf einen Artikel von polygon.com, welcher die ganze Debatte von damals schön zusammengefasst hat. Einen Link gibt's auch dazu in der Videobeschreibung.
Aber bleiben wir mal weiter bei den neuen Pokémon, weil das wohl der größte Aufreger ist. Es wird die Möglichkeit geben, diese Pokémon auch ohne den Erweiterungspass zu erhalten. Bislang war nur von Tausch und von Pokémon Home die Rede, wobei zu Home erst noch weitere Infos veröffentlicht werden sollen. Erscheinungsdatum hierfür ist zumindest im Februar bereits. Ich gehe von einer Art neuen Pokébank aus, aber lassen wir uns mal überraschen. Was ich mir allerdings auch noch sehr gut vorstellen kann, das sind Raids, mit welchen einige dieser neuen Pokémon auch ganz ohne DLC direkt gefangen werden können. Das ist aber eher noch Wunschdenken. Auf bisafans.de steht ja zum Beispiel, dass man eben diese neuen Pokémon ohne DLC nicht fangen kann. Aber mal gucken, vielleicht tut sich ja bei dem ein oder anderen doch noch was auf. Vielleicht gibt es ja die ein oder andere Ausnahme. Mein Fazit: 30 Euro für mindestens zwei neue Orte, denn in dem Video wird auch gesagt, dass man jetzt aktuell noch weiter herumarbeitet und werkelt, vielleicht kommt ja noch ein dritter dazu, samt 200 bekannter und teils auch ganz neuer Pokémon oder Pokémon-Formen, sowie neue Outfits, Items und Funktionen ergeben ein ziemlich zufriedenstellendes Paket für mich. Nintendo geht hier einen absolut nachvollziehbaren und logischen Schritt. Jetzt müssen allerdings in meinen Augen auch noch Switch-Varianten von Pokémon Rot, Blau und Co. folgen, die man dann für 10 Euro oder meinetwegen auch 15, 20 Euro im eShop anbietet. Aus Pokémon lässt sich so viel Geld machen. Es ist krass, dass Nintendo das alles hat so liegen lassen in den letzten Jahren. Aber gut, wer weiß, was die technischen Gründe dafür sind. Nintendo war noch nie bekannt dafür, stark im Online-Bereich zu sein. Da hat man mit Schild und Schwert durch die Raids zumindest schon mal einen großen Schritt nach vorn gemacht. Außerdem ist die Spieleentwicklerbranche seit einigen Jahren sehr stark im Wandel und gute Bezahlung ist da umso wichtiger geworden, um seine Leute zu halten. Da muss man dann schon mal darüber nachdenken, ob man es sich wirklich leisten kann, einen DLC komplett gratis herauszubringen. Vor allem bei einem solch großen Franchise wie Pokémon. Und das wäre absoluter Quatsch. Inhaltlich steckt genügend drin und es ist ein guter Ausgleich zu einer dritten Edition dieser Generation. Sollen die Leute ruhig dafür auch etwas an Geld bekommen? Mir ist es außerdem viel lieber, mit meinem jetzigen Charakter und meinem jetzigen Team weiterzuspielen, zumal die Kämpfe dadurch hoffentlich anspruchsvoller werden in den neuen Gebieten mit neuen Trainern und Pokémon. Wer übrigens nur die Pokémon will, der soll dann eben tauschen. Ist ja genauso möglich und der gibt dann keinen einzigen Cent dafür aus. Aber was sagt ihr denn zur Nintendo Direct und zu dem Umstand, dass es nun also tatsächlich ein erstes Pokémon-DLC gibt? Reicht euch der Inhalt? Hattet ihr auf mehr Inhalte gehofft? Schaut ruhig mal bei bisafans.de vorbei, um nochmal alle Infos kompakt zu haben. Den Link gibt's in der Videobeschreibung. Ansonsten freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr dem Video hier eine positive Bewertung gebt und es auch fleißig teilt. Bei der Gelegenheit weise ich auch gern nochmal darauf hin, dass ich Pokémon Schild aktuell auf Twitch streame und hier auf YouTube einzelne Parts von diesem Live-Let's Play immer nochmal hochlade. Schaut also auch gern dort vorbei. Macht es gut und bis dahin, euer GigaGrivy. Ciao, ciao.